In radiogenen Entwicklungsdiagrammen lässt sich darstellen, wie sich über die Zeit Reservoire eben radiogen entwickeln. Im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein Zerfallsplot, nur dass hier das Mutterisotop nicht dargestellt ist, sondern nur, wie das Tochterisotop über die Zeit zunimmt. Das hier zeigt jetzt das Zerfallsystem: Aluminium 26 zerfällt zu Magnesium 26 mit einer Halbwertszeit von etwas mehr als 700.000 Jahren. Jetzt kann ich mit dem Slider hier oben die Zeit laufen lassen. Und dann sieht man, wie sich von einem Initialwert hier auf der Y-Achse das radiogene 26 in diesem Reservoir zunimmt. Das Reservoir ist jetzt einfach CI-Chondrite und das ist, wie sich die CI-Chondrite entwickeln. Jetzt kann ich hier zusätzlich noch weitere Reservoire reinplotten, diese blauen Linien. Und da gibt es jetzt zwei oberhalb von CI und zwei unterhalb von CI. Und die oberhalb von CI haben anfangs ein hohes Aluminium-Magnesium-Verhältnis relativ zu CI. Das heißt, dort gibt es sehr viel mehr radiogenes Magnesium 26. Das könnten CAI sein oder vielleicht die Mesostasis von Chondren. Die beiden blauen Linien hier unten wären dann zum Beispiel Olivin oder Pyroxen, die kaum Aluminium haben, aber natürlich sehr viel Magnesium und deshalb relativ wenig Zuwachs haben an radiogenem Magnesium 26. Oder wenn es jetzt das Hafnium-Wolfram-System wäre und hier oben wäre dann sehr viel radiogenes Wolfram, dann würde das den Mantel widerspiegeln, in dem sehr viel Hafnium drin ist. Und hier unten wäre es der Kern, in dem sehr wenig Hafnium ist und deshalb sehr wenig radiogenes Wolfram dazukommt. Zum Beispiel. Diese blaue, diese gestrichelte Linie hier, das ist die Isochrone. Das verbindet ja einfach nur die Punkte, die alle das gleiche Alter haben und das ist eben genau hier der Fall. Das heißt, man kann jetzt hier über die Zeit die Isochrone verschieben und sieht, wie sich die verschiedenen Reservoire entwickeln. Jetzt ist es ja so, dass die Separation in verschiedene Reservoire vielleicht nicht ganz am Anfang stattfindet, sondern etwas später. Und das lässt sich hier auch zeigen. Also jetzt kann ich hier die Separation etwas später einstellen. Und natürlich, wenn die Separation später stattfindet, ist schon sehr viel vom ursprünglichen Aluminium 26 weg und entsprechend weniger Magnesium 26 kann sich bilden. Das heißt, diese Differenzen hier hinten sind sehr viel kleiner zwischen den unterschiedlichen Reservoiren. Und das kann eben genutzt werden, dass diese Differenz hier einmal kleiner ist, wenn die Separation später stattfindet, als wenn sie früher stattfindet. Dann kann man diese Differenz nehmen, kann man die messen und die lassen sich dann in Alter umrechnen. Und das ist der Grund natürlich dafür, dass wenn sich später etwas separiert, sich später etwas bildet, diese Unterschiede sehr klein sind zwischen den dann gemessenen, zwischen diesen Reservoiren, zwischen den verschiedenen CRIs, den Chondren oder in anderen Systemen, dem Kern, dem Mantel, sind dann kleiner. Das heißt, wenn diese eben kleiner sind, sind sie später gebildet. Und in so einem Evolutionsdiagramm, wie hier dargestellt, lassen sich diese ganzen Entwicklungen sehr gut veranschaulichen.